Ja, Wolfgang, erzähl mal einen Schlag aus deiner Jugend. Schlag, das war ganz schön. Warst du so wie Alex so drauf? Nee, naja, was heißt drauf? Früher? Früher, meinst du jetzt? Ja, damals, aber nicht Trumpfänger. Ja, wie soll ich sagen, na gut. Na sag. In den 70er Jahren, ich muss mal sagen, so die Jahre, da war das doch interessanter. Ja. In Köln, man muss mal sagen, der Darmpark war interessanter. Dann, also die Bäume waren alle so, da waren so Bäume, die waren alle so vorne an, die Kurve runter geht, wenn du so kennst. Ja. Ja, wir haben mal die Schlucht da, wo denn der Rummel da ist. War. Ja. Da waren so, da die Bäume mal versteckt drin gespielt. Ja, da drin. Der Fußball gespielt da unten, war mal schön gewesen. Ja. Und da haben wir auch da in den Drehwürmer mal gesucht, mit Kumpels und alles so weit. Ja. Ja. In dem Wien. So, naja, wir hinten rum, da, wie sagt man so schön, also Nutzung. So. Ich komme jetzt nicht, ob da jedenfalls, wir suchen nach Regenwürmer, ob irgendwann abends, ich will abends hin, ob irgendwann. Taschenlampe, da kommt der Wächter an. Ich dachte, was macht ihr denn hier? Wir waren nur zwei oder drei Mann, wir stehen ihm das abgehauen und der Wächter kam immer hinter mir heran. Da hat er den Knüppel hinter mir hergeschmissen. Also, da hat er umgedreht, die Nase umgedreht und dann hat er die Spitze rausgeguckt. Hinter mir mit Hacken hingehauen, ja. Die haben gesagt, da werden sie mal stehen, ich tue da, ich wollte mal was machen. Abgeheult und da haben wir ihm gesagt, das hatte ich gerade geredet vorher. Naja, sagten, wir machen doch gar nichts, wir sind da ganz friedlich. Wir wollen ja bloß tauchen. Und mal so, ach so, sagte er, na denn, dann holen wir deine Freunde her, sagt er, dann machen wir das doch ganz fantastisch, sagt er. Ich schieße euch hier auf, sagt er. Und dann hier mein Kompass und dann könnt ihr euch hier und dann kommt mit euch eine Schippe und eine Alke. Also, dann könnt ihr euch tauchen, machen, so viel wie wir wollten. Jeder hat den Gerichte, da haben wir mit der Halke und die Wolke, dann haben wir müssen an 100 Taufe gehabt in den Eimachen. Ja. Und dann haben wir gesagt, Dankeschön. Aber vorher hat er nicht gejagt und Knüppel in den Hacken geworfen. Gut, nachher abends um 10 Uhr, das war ja schon fast dunkel. Wir wussten nur nicht, also generell kennen ja keinen. Das war eine andere Zeit, wie heute war ich trotzdem. Ich war früher schon als Kind schon so ängstlich. Ja. In der Schule schon so, wenn das mich schon, manchmal achte, in der Schule auch schlecht mitgekommen, ja, in der Schule. Ja. Zweimal das hier, die hat immer der erste mitgesehen, das hier, die mir mitgekommen, und zweimal eine zweite Klasse mitgesehen. Da haben sie mir nachher dann hier wieder gekauft in der Kamarkstraße, wir sind gerade so, rechts in der Hilfsschule, mal eine besondere Schule, da rennt ich ja. Ich habe ja auch kein Englisch gehabt, also nicht, ich bin immer mitgekommen, bin dann in der 9. Klasse rausgekommen, ja. Aber wie gesagt, war das. Hat alles gut geklappt, also jedenfalls. Aber da hat auch meine Vorteile gehabt, war auch so, war auch schön. Die Lehrer waren gut, alle Ausflüge gemacht und alles wirklich, ja. Aber hat, ja. Und ich hatte, wie gesagt, eine schöne Jugend gehabt, alles wirklich. Wir haben eine Spremberger Straße da. Wir haben so wie dein Keller jetzt hier, zwei Dinger da. Haben wir Fußball, ich war ja früher Spielstraße. Ja. Immer da ging und dann haben die Leute gesagt, das war ganz, ja. Dann war hier nochmal Nummer 11, die kennst du nicht mehr. Die hieß Stefan, er war da bei der Bewacht gewesen, die ganze Familie, ja. Da wird auf dem Hof gewohnt. Klaus, Günther, wir alle, hier waren alle, zwei waren da von dem Knast, der eine ist nach Kanada abgehauen, alle dufte Kumpels, alle dufte Kumpels. Ah. Und da war dann auch die alte Toilette hier am Kanal, kennst du noch, alte Pickelbude, wa? Ja. So. Und da sind die alle in der Bahn gegangen. Im Sommer. Interessant war das, da war wirklich interessant. Und ob dann auf Bayern oder Membay oder so, da hat keine Rolle gespielt. Alle
Manches wird sie ja nicht selber, wird sie an der Nackenbahn jagen. Ja, naja, jedenfalls. Und da soll ich sagen, Wolfgang, pass mal auf. Für jede, wenn der Polizei siehst, vom Welt oder sowas, das ist eine Trillerfeier für ihn, hat er sitze. Und dann sagst du Bescheid, was kommt, was da ist. Na ja, ja. Ich jetzt alle, so schnell waren alle draußen gewesen. Und so waren dann eingezogen, wie du die gesehen hast. Wa? Der hat von jedem nach, da sagt 20 Fälle, ich krieg dann 15 und alles. Ich habe immer so in meinen Taschen hier zusammen gekauft, hat Spaß gemacht. Ja. Immer aufgepasst, war die Große, also der Kleine, ich bin der Kleine, da war so, naja, war ja schon 10, 12, 13, immer da war schon. War drin mitgemacht, da mitgemacht, aber war mal ganz interessant. Ja. Bin immer, wenn Feuerwehr kam, sie dann, ich dachte, hast du zu knallen? Wir sind mal knallen geholt. Da war hier in meinem Opa, da war so ein älterer da, der hatte immer so eine Spielzeugstange gehabt. Ja, alle so Mischwasch gehabt, Bucker und Schütze, die Autorennen, weißt du, die Metalldinger, die ihr habt, ja. Also ich muss sagen, kann mal wieder, das war damals so bis zum Mauerfall, war das wirklich eine schöne Zeit hier in der Köln. War wirklich mal Wunder, hat das richtig Spaß gemacht. Hat das wirklich Spaß gemacht. Ich manchmal, wenn man so, wenn ich so meinen ehemaligen Angelfreund kenne, so aus dem Birnburgplatz, wenn wir angeln gegangen sind, ja auch der, auch so ein Jungster, der hat ja, weil ich Wurzeln habe, der 61 geworden, der wohnt in Marienfelde, mit seiner Mutter hingezogen, die Eigentumswohnung da. Das war es immer, wenn für sie Himmelfahrt, kann ich da nur einmal sagen. Mittwoch, Freitag frei genommen. Himmelfahrt früh losgefahren, Mittwoch haben wir losgefahren, so raus, am Boot stand, fertig gemacht, eingekauft, raus, wir nach draußen gepennt. Also die ganze Kanalfahrt runter, macht Kiste Bier ruf. Die haben wir mit drei Mann, der eine da getroffen. Der eine haben wir mal. Ich habe immer mitgehalten, weil ich konnte. Ich habe immer ein Ding weggehabt, nicht weg zu. Ja, ja, es war. Ich habe nie gestänkert. Das muss ich ja sagen. Auch wenn wir hier so gefeiert haben oder eine Kneipe oder sowas. Und wir müssen andere Leute. Dann können wir das still und heil oder im Jahr. Ich meine, ich kriege auch die Gelegenheit auszuhaben. Ja. Genau im Keller, wenn wir jetzt angefangen haben, beim Kartenspiel, dann sind wir hier die letzte Zeit. Ja? Ja. Keller, da haben wir die Zollkreie hoch, wisst ihr ja. Ja. Naja, ich verdachte ja. Und dann habe ich gesagt, ach, alle wussten das schon mal. Dann geht jetzt nach oben ich muss schnell mal was machen. Da haben wir eine Kanalfahrt gemacht, in den 80er Jahren, 83, 84. Und der Kumpel hat den Bootsführerschein gemacht, alles zusammen. Gemacht, wir sind damals ein bisschen nach vorne und so auf die Neckarbrücke rauf und in einen Zerrier gefahren und so. Das hat Spaß, hat Winter gemacht damals. Wa? Mit der Schleuse durch, das haben wir da gemacht. Und wir sind alle, seine Frau, die haben uns ja nicht. Da muss ich alles schikaniert. Wenn ich vor Nacht auf den Kahn rumgelaufen war, alles, und dann hat richtig Spaß gemacht. Alle. Also, wir sind doch damals, wir haben uns kennengelernt, alle Reihe da, nackt mit deinem Blub rumgelaufen, also hier, wie gesagt, hier in Sauna, ja, bis du da zugemacht hast, im Blub nachher, ja. Wann war das denn? Naja, ich war 97 und 98 hat zugemacht, ja, irgendwann, ja. Dann bin ich mit meinen Freunden wie. Meine Freundin kennengelernt habe, da 95, 6. waren wir auch wieder im Luft, waren wir auch da rumgegangen, 8. Ich weiß nicht, das war das doch wunderbar. Ja. Das habe ich alles so noch könnte, so wie früher. So. Ich war kein Draufgänger, ja. Also so, mein Spaß, ja. Ich habe da nie gestänkert und wenn wir auf meine alte Firma, wo ich früher war, da waren Türken, Griechen, die waren, ich habe mit denen auf Arbeit sozusagen. Ich habe mit denen so gut verstanden, aber wirklich, woher kommt, abends kommt schon in der Kneipe, wir, klar, ein Bier, zwei Bier, das waren ja drei, vier, wirklich, mir hat die manche Abend ja alles gekostet. Die haben da für die Geldschiene, neue Ware, komm mit nach Hause, ich sage, ich habe kein Geld. Meine Tasche war immer voll, ich habe immer Geld gehabt in der Tasche.
ach, komm, lass mal stecken und komm, wir mal noch trinken und Weihnachtsfeier und noch immer. Ich war der letzte da, Weihnachtsfeier bei uns da noch. Ja. Ich habe mir gesagt, ich habe noch der Obergeschäfte aus Berlin, der hat in München gehabt. Ich habe mir mal eingeladen zum Mitte-Oktoberfest, hat mir nicht einen Mark gekostet damals. Und da war ein Fußballverein drin, war bei München. Und dann sagt er, wenn du jetzt nach München rinkommst, du hast einen Urlaub, naja, sagt er, dann zahle ich dir alles. Ach, ich sag nicht, doch nee, sagt er, doch, aber du musst kommen. Ich habe aufgesucht, die Firma, wo ist Tag, ich habe 15, halbe Stunde Tag. Und der hat mir dann ein bisschen Geld gegeben, aber ich hab das. Ich habe gedacht, dann machst du das wirklich. Und nee, aber wirklich, dann hat zu Weihnachten erzählt, hat sie mal Anzug gekriegt. Ja. Aber gut. Aber wie gesagt, ich habe bei den Alten von Firma, das war wenig verdient damals, ich angefangen habe, 1964 zu arbeiten, für 2 Mark die Stunde. Und nicht mal 2 Mark die Stunde. Ja, 1,80 hatte ich ja. Die anderen haben schon mehr gehabt, 2-3 Mark die Stunde. Ja. Also ich mir hochgeatmet habe, wofür zahle ich dann bei der Metallmühle, das war 7 Mark und dann 7 Mark und 30 oder 40, wofür. So, da habe ich da aufgehört bei der Holzkistenfirma, mit 32 Pfennig ich mir halt mit 7 Mark 80 angefangen. 50 und 30 Pfennig ich mir ungefähr etwas mehr, nicht ganz 8 Euro, nicht ganz 8 Mark. Ja. Man kommt ja durcheinander mit solchen Euro, ja, aber wirklich. Aber das war wirklich ein Dampferfahren, haben wir gemacht, so ein altes Sommer. Und ach, das war wirklich schön, was du hier, du kannst nicht. Ich habe hier, ich war froh, dass ich da jetzt auf Rente war, die letzten Jahre auf Rente war. Ja. Jetzt wird das Ding die Fahrräder nicht kaufen. Ich könnte alle die Dinger nicht fahren. Ja, aber wie gesagt, ich habe hier nicht. Der einzige Vorteil, was ich hier und die Firma hatte, die Holzfirma, die konnte jede Woche oder so viel wie ich wollte, damals noch in erster Zeit, einen Sack Brennholz umsonst mitnehmen. Den was? Sack Brennholz. Ach, den sagt man, ja stimmt, ja, hast du gesagt. Ja. Hast du ja verkauft dann, ne? Ja. Aber nachher dann mittlerweile nicht mehr. Da haben wir irgendwann mal welche dabei, die haben ein Schiebergeschäft hier gemacht, ja. Und dann sind selber die Finger, das ist für uns selber. Der eine hat dann, wir haben immer gesagt, einer aus dem Osten, der war auch. Ich habe mit unserem Kleiner, der hat noch lebt, weiß ich nicht, da oben in Köpenick gewohnt. Die haben zu dem gesagt, Schweinetreiber. Mhm. Naja, der hat immer, ob du tust, du kannst du gucken, was du willst, der hat so Kämpfung gehabt wie die. Naja, wir wollen mal sagen, wie die Zöhner ist wie die Moslem sozusagen, einfach und gut. Da kann es 30 Grad sein gewesen oder 40 Grad. Der hat den nie abgehabt. Nur abgehabt. Ja. Nur einfach der Ding, wie die so Ding gab. Aber jeden Tag hat er seine 3-4 Säcke voll Holz, große Säcke voll, in den Kofferraum reingeschmissen. Der wohnte vorher, sag ich, hab immer nicht nach Holz, war. Der war auch nicht heiß, war. Der muss dann mal ein bisschen, der durfte man ja Holz, guck mal, 4 durfte man, musste man auch einen Sack mitnehmen. Ja. Aber wie gesagt, ich hab da ja. Er hat's übertrieben. Wenn ich jetzt Bretter haben wollte zum Bauen oder sowas. Hast du bezahlt? Hab auch gekriegt, ja. Naja. Aber hast du nachgefragt halt extra? Naja, geht durch. Ich hab mir rausgesucht, was ich brauche. Ja. Hab den Zettel abgegeben im Büro oder unserer Meisterin hier war. Ich hab zwar nicht voll bezahlt, aber ich hab dafür halben Preis gekriegt. Ja, so. Mal sagen, wenn der Wald jetzt draußen, haben wir mal, wie ich mal, 5 Mark gekostet hat, hab ich mir jetzt 50 gekriegt, ja. 50 oder manche sagen, wenn es noch weniger war, schenke ich dem den Turm oder vielleicht Brennholzleist oder sowas. Ja. Die haben mal den Geschenk gekriegt, ja, je nachdem, was das war. Da guckt ja jeden Holz hat oder sowas. Heutzutage kriegst du nicht mehr. Ich bin immer alles Kollege hat ohne Atem raus und bei uns, da sagt er, alles musst du jetzt bezahlen, weil wir sind da jetzt so klickig geworden auf Arbeit. Wa? Na ja, ich will, klar. Du bist ja und ich habe oder was, und wie hole ich die Ihre Leitung oder was, hole ich mir bei Posting drüben. Das ist ja nicht, wenn ich Posting auch drüber war. Das ist so teuer, ja. Hallo, das ist so ein Amt, das gefällt mir nicht, Posting. Ja. Aber wie gesagt, also, ich habe mir gesagt, war alles mit dem Schmier hoch, wenn man, ja, waren die Jahre, ganz schwer noch in den 17, 18, 17 Jahre,
Da konntest du im Prinzip auf der Bahn gehen. Ja, ja. Da konntest du auf der Bahn gehen. Ja, da war das schön. Na, ich war da nie. Ja, doch, das war früher, war das schön. Hat mir sehr gut gefallen. Nicht Schwimmerbecken, Schwimmerbecken, alle kleine Becken. Also ich bin mit meiner Mutter auch früher mal gegangen, mit meinem Bruder und mit verschiedenen Freunden und so. Also ich bin alle viel alleine gegangen, aber wie gesagt, das war da wirklich. Immer haben sie mir auch beklaut. Und weißt du, was hast du? Ich hab da immer meine Sachen abgegeben, da so ein Netz drin, weißt du da? Und dann hat das Band rumgekriegt und eingeschossen. Also wir haben das Spitz gekriegt, dann haben sie dann ja doch geklaut oder so. Ich weiß ja nicht wie, aber wie gesagt. Aber dann bin ich, muss ich eine Badehose und nachher in Hause. Ja, meine Mutter kommt nach Hause. Oder da, wie siehst du, was deine Sache? Naja, ich habe eine Badehose mit Reißverschluss drin gehabt, aber immer ein bisschen Kleingeld drin gehabt, 2-3 Mark Kleingeld oder so. Und hat nie mitgenommen. Wenn man eine Strippe kommen konnte, oder mal eine Stecke kommen. Aber damals wäre es so schnell, wenn ich eine Schrippe hier 15 Pfennig, eine Stecke 15, das wurde alles sehr teuer. Ist ja bis 15 Pfennig. Ja. Ist dann alles teuer geworden. 20, 30 Euro mal. Jetzt kostet es schon einen Euro, ja. Ja. Manchmal sagt ja, war kurz für den BZ. Naja, manchmal bringen sie das nicht im Fernsehen, manchmal bringen sie das nicht in der Zeitung nochmal. Oder, ja. Das ist auch jetzt, sind 30 Euro im Monat. Ja, klar. Hast schon recht. Ja. Kannst du auch zum Bäcker setzen und die so lesen? Naja, ist gut. Ja, muss so wieder was passieren, ne, wenn du zum Bäcker gehst. Ja. Das stimmt doch wieder, ja. Hat alles Vor- und Nachteile. Meine Bekannte, siehst du, die holt sich jede Woche ihre Tuttenzeitung da, die meisten, die da, und wurde da gibt, da weiß ich nicht. Naja, jetzt sind zwei Zeitungen, kostet auch 3 Euro. Ja, ich meine, die haben eine andere Zeitung. So eine bunte oder was? Die bunte, ja. Bunte ja, und Gala. Gala, ja. Mit was kommt da noch einer? Na, ich komme jetzt nicht drauf, nachher ist ja. Lisa. Ja, Lisa, ach ja, bist ich was alle da. Naja, da redest du drin und ach, naja. Okay. Und, ja, ich komme mir auch, muss alle 14 Tage hier, die Angelwoche oder alle Vierteljahre, da kommt dann mal die große Zeitung hier. Lange Forellenzeitung, naja, die beiden Sachen, das ist mein Hobby. Ja. Aber da geht gut. Früher hat gerade viel mehr Sendung gehabt. Da hat manchmal jede Woche 6-7 Mal Sendung gehabt. Ja. Naja, der Video-Zeitung, die hat die Zeitung und die Zeitung, guckst du immer los, dann schmeißt du die weg. Ja. Das ist ein neues da, ja. Ja. Da hat man abgewöhnt. Ja, wird mal dem. Nee. Ja. Genauso die Angels, da gibt es ja so viele, da kommt der Blinker, der wird schon fangt, dann kommt die Rute und Rolle da, die kostet auch schon, der Blinker kostet auch schon 4 Mark, 4 Euro, wir haben auch schon 4 Euro, die alle Gruppe hat ja jeden Monat 20 Euro an Angelzeitung. Ja. Naja. Alles wird zu teuer, ja. Wie gesagt, das bringt ja nichts, ja. Ach so, ja. Aber wir machen mal, ja. Nee. Und der Alte, der will ja nicht mehr von mir wissen, und der sagt das. Ah, okay. Ja, da ist der hat jetzt am Montag da, also am Winter draußen auf Mittag, hat er mir seine Sitzkiepe noch hingestellt und ein paar Teile drin, weil ich die Rennen so geschenkt habe hier da. Und naja, dann soll ich nach Hause fahren mit dir. Ich sage, ich bin ja gerade mal erst gekommen, weil ich denke, das ist schon zu Hause. Wa? Ach, das ist alles scheiße. Ich hätte mir was Besseres vorgestellt, aber. Wenn ich ein Auto habe, dann kann ich nicht saufen. Oder ist das so? Naja. Aber du tun, ja. Dann darfst halt nicht Auto fahren. Naja, so, erstmal sagt er, ja, wenn ich muss, wie 3 Bier sind, dann brauche ich keine Schuld haben. Aber jetzt passiert doch mal was. Mhm. Ja. Immer von der Baumschulfähre bist du hier, hat der keine Interessierung mehr. Dann bist du ja nicht mehr wieder hinaus, dass du mir herkommst. Weil ich, da muss ich dir erstmal. Muss ich dir erstmal sagen, wie gerade raus, wie wir fahren muss. Gerade rechts rum, links und geradeaus schon ein bisschen hier. Eine gerade Strecke.
Ja, klar. Ja, ja, logisch. Sag ich immer, wenn ein Radfahrer vor dir sieht oder zwei Autos vor dir und das ist jeder ein Stau, dann meckert der schon. Ja, so ein guter Mensch. Was denn? Ich bin, sag mal, mir gibt es gut, ich bin gerne über andere. Ich denke, was ich kann, was ich habe. Wenn ich kein Geld habe, kann ich mir das nicht essen. Ja, das ist das eben so. Ja, ich wüsste. Jetzt will er die Ware liegen, jetzt will er mir das andere runterbringen, dann raus. Ich sage, dann bringen wir das. Ich sage, dann bringen wir das. Bringen wir nach der Wohnung und nicht nach dem Garten raus. Dann kommt es wieder an der und der. Kommt ja. Guten Abend, die Herren. Abend, die Herren. Abend, die Herren. Endpunkt Abend. Endpunkt Abend. Endpunkt Abend. Nicht annehmen.